Willkommen zurück. Also wie gesagt, jetzt kommt der letzte Teil. Hatte gerade ein bisschen Probleme gehabt beim Aufnehmen. Deshalb habe ich das bis zu spät gemerkt. Aber ich wollte euch kurz zeigen, was ich quasi gemacht habe, während es nicht aufgenommen hat. Hier der Pausenraum, eine kleine Küche reingestellt für die Mitarbeiter. Können sie essen, ein bisschen ausruhen. TV wollte ich noch hinhängen. Können sie ein bisschen Fernsehen gucken, ein bisschen klein, das macht ja nichts. So, der Chef kriegt einen großen Fernseher. Soll dann Chef sitzen. Hier ist so ein kleines Mitarbeiterbüro. Können sie quasi Finanzierungen oder sonst irgendwie was machen, Rechnungen erstellen. Was ich gerade sehe, hier habe ich eine Tür vergessen. Dann muss dieses Regal doch noch irgendwie weichen. Dann kommt halt das Regal hier hin. Und da bauen wir schnell noch eine Tür hier ein. Ich dachte eigentlich, ich hätte da eine. Naja gut, okay. Kann ja mal passieren. Gut, das hier kennt ihr ja schon alle. Den Essbereich lassen wir mal so. Und das hier hat auch leider nicht aufgenommen. Das Lager. Das sind also ein paar Kleinigkeiten, wo quasi die Kartons liegen sollen. Ein paar Sofas stehen hier rum. Ja. Ja. Ein bisschen blöd gelaufen. Ja. Kann man jetzt leider nichts ändern. So, was ich noch machen wollte, war hier so eine halbe Mauer. Oben drauf setzen. So. Ja, dass das alles ein bisschen ordentlicher aussieht. Ja, wie gesagt, auf diesem Grundstück sind sehr, sehr viele Möbel. Deswegen, ja. Ja, ein bisschen zu viel Blümchen. So, das soll ja ein bisschen grün sein. Ein paar Sträucher wollte ich draufstellen. Oder einfach nur einen grünen Anstrich. Ach, das passt schon. Umso mehr ich da drauf schlimm, umso schlimmer wird es ja. Deswegen lassen wir das mal lieber so. Okay. Naja, dann weiß ich jetzt nicht. Ist es leider sehr schade, dass es da nicht so ganz funktioniert. Wie ich es mir vorgestellt habe. Mit dem. TVs hin und ein paar Sofas. Welches nehmen wir denn da? Da nehme ich die Stühle dann nicht hin. Gehen. Ja, ist das nämlich ein bisschen doof. Ist halt jetzt so. Und noch so eine kleine Küche dahin. So, noch eine Ecke. Dann brauchen wir noch einen kleinen Herd. So. Spielbecken noch. Gleich zwei. So. Und natürlich den Kühlschrank. Ja, auch schon zwei.
Das ist irgendwie leider ein bisschen doof, dass es dann nicht so funktioniert. Und weil es weiß und in die Küche kommen müssen. So, dann gehen wir das nochmal alles durch. Wir haben hier Parkplätze. Dann geht man hier rein. Genau, der Infostand hier ist auch neu. Der ist ein bisschen mickrig, finde ich. Aber, naja gut, soll ja dann so sein. Drei Kassen. Dann gehen wir hier weiter zu den Sofas. Und Wohnzimmertische. Gibt mir ein bisschen was vom Bad. Hier sieht man noch das Lager. Und dann geht es hier weiter zu den Küchen. Machen wir einmal hier etwas runter, dass man das auch besser sieht. Und dann haben wir hier die Kundentoilette noch. So, dann haben wir hier oben halt einen Essbereich für die Kunden und wo sie ein bisschen ausruhen können. Leider gehen irgendwie die Stühle nicht mehr dran. Können wir uns einfach mal dahin denken. Dann machen wir hier die Wand hoch. Dann geht es hier weiter, wenn man hier vorne kommt. Essbereich, Stühle und der Schreibtischbereich mit den Stühlen. Und hier der Schlafzimmerbereich, Kinderbetten. Die haben wir hier an der Seite stehen. Schränke noch. Und wie am Anfang schon gesagt, Pausenraum für die Mitarbeiter. Der Chef ist da. Die Mitarbeiterbüros. Und so sieht dann das Ganze aus. So. Gut, jetzt ist das Möbelhaus fertig. Was mir gerade noch eingefallen ist, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich eh nicht auf die Schnelle finden. So ein Reklameschild. So ein großes, wo man auf das Dach machen kann. Dann glaube ich, war das hier mit drin. Oder auch nicht. Ich habe jetzt noch so eins gesucht, wo hier bei dem Fitness. Oder war das bei den Bildern vielleicht? Bei dem Fitness-Sender oben drauf hatten. Aber. Das gibt's ja nicht. Wenn man wieder was sucht, dann findet man es nicht. Ist echt durch hier irgendwo? Das ist ein bisschen klein. Vielleicht hier bei den Gartensachen. Also wenn es euch auch so ergeht, dass ihr irgendwie eine bestimmte Sache sucht und dann braucht ihr so lange dafür, würde ich gerne mal wissen, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Echt gerne mal wissen, ob ihr denn auch so lange sucht danach. Das gibt's aber nicht.
könnte das denn sein? Erstmal Kamin. So, Schlafzimmer. Okay. Da dürfte es ja eigentlich schon noch alles sein. Ich denke, irgendwie hier muss es dann kommen. Das könnte ich gebrauchen für ein Gefängnis. Ach, das sind so Puppen. Ist ja cool. Ah, damit kann ich schon welche hinter die Info stellen. Eine Puppe. Also ich suche schon eine gefühlte Dreiviertelstunde nach einem Ding an. Ah, guck mal, da haben wir doch schon was. Okay, aber das ist kaputt. Ich wollte jetzt eigentlich rein kaputt nur das Ding einstellen. Na gut, dann ist es halt dann so, dann gibt es irgendwie nicht mehr. Oh stimmt, Feuerlöscher wären auch sehr interessant. Die da drin zu verteilen. Naja, machen wir halt ein paar mal hin. So arbeitssicherheitsmäßig. So Kleinigkeiten wären auch nicht schlecht. Grün auf grün, das passt bestimmt sehr gut. Das passt da schön hin. Da findet man immer wieder so Kleinigkeiten, wo man denkt, ja, das passt noch irgendwie dahin oder dahin. Ach, guck mal, da hab ich's doch. Aber zum Hinnehmen, ich will eins zum Stellen. Da irgendwo noch was, Möbel drauf sind. Das macht Sinn. Na gut, dann machen wir das mal schnell so. Perfekt. Wie jetzt? Nicht hoch genug. Machen wir es halt so, Mitte. So, und jetzt? Ach, da fehlt. Ich komme gerade so vor wie so ein blutiger Anfänger, ey. Perfekt, der Hammer ist doch jetzt. Okay. Okay. Ah, bleibt da stehen.
So, auf jeden Fall war das jetzt der letzte Teil. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt ein sehr, sehr langes Projekt, sag ich mal. Ja, wenn ihr auch immer das Problem habt, wenn ihr irgendwie was Spezielles sucht und dann braucht ihr so ewig lange, bis ihr es gefunden habt, schreibt es mir in die Kommentare, das würde ich echt gerne mal wissen, ob das nicht nur mir so ergeht, sondern auch andere. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gesagt habt, Abo und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das nächste Video auch nicht. Bis dann, eine gute Zeit und viel Spaß. Wiedersehen.